Die Stimmung im Sitzungssaal im neuen Rathaus war angespannt wie schon lange nicht. Mit der Rücknahme des sogenannten Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan war das Bürgerbegehren formal eigentlich schon Geschichte. Denn genau auf diesen Erweiterungsbeschluss bezog sich der Antrag. Allerdings wollte die Verwaltung den fast 3.700 eingereichten Unterschriften gerecht werden und den Volksentscheid per Stadtratsbeschluss auf den Weg bringen. Das allerdings lehnte die CDU-FDP-Fraktion, Befürworter des Projektes Zoo-Quartier, geschlossen ab. Ein Grund dafür die Kosten in Höhe von 30.000 Euro. Weil wir nicht davon überzeugt sind, dass des Volkes Stimme gehört werden wird. Wir gehen davon aus, diese Hürde mit den 25% sind viel zu hoch. Wenn wir uns die Wahlbeteiligung der Stadt Hoyerswerda in den letzten Jahren angucken, ist schon klar zu erkennen, dass diese Hürde niemals genommen werden kann. Und wir sind der Auffassung, dass man dieses Geld für diesen Bürgerentscheid sparen kann und lieber das Gespräch mit den Beteiligten suchen kann, um gemeinsam was zu erreichen. Das Für und Wider des Bürgerentscheides wurde nur recht kurz diskutiert. Offenbar hatte es in den Fraktionen dazu schon reichlich Gespräche gegeben. Die anschließende Entscheidung fiel mit 17:11 recht eindeutig aus. Ich finde es schade, dass der Stadtrat nicht versteht, dass das Volk den Entscheid möchte und dass sie so entschieden haben. Muss man akzeptieren, aber wir lassen uns damit nicht unterkriegen. Wir werden entsprechende Maßnahmen einleiten und uns abstimmen in unserer Bürgerinitiative und dort die nächsten Schritte, wie gesagt, vornehmen, mit den entsprechenden Kandidaten der OB-Wahlen sprechen, auswerten und dann weitermachen. Von der Bürgerinitiative kritisch gesehen wird die Größe des geplanten Einkaufszentrums, das neben einem Lebensmittelmarkt, Drogerie und einem dritten Geschäft um einen Aldi erweitert werden soll. Auch die Gestaltung sieht man sehr zwiespältig. Bei einem Gesprächstermin in der vergangenen Woche glaubt Oberbürgermeister Stefan Skora, wären sich die Gegner des Projektes sowie der Investor allerdings näher gekommen. So wie ich mitbekommen habe, sie haben ja nicht grundsätzlich etwas gegen eine Ansiedlung an diesem Standort, sondern so habe ich das verstanden, muss ich vorsichtig sagen, so habe ich das verstanden, über die Gestaltung gibt es divergierende Ansichten. Und am Freitag, das Gespräch hat mir gezeigt, dass man sich aufeinander zubewegt, also Projektentwickler wie auch Vertreter der Bürgerinitiative. Voraussichtlich im September soll der Baubeschluss mit den vom Landratsamt geforderten Änderungen den Stadtrat passieren. Und dann dürfte der Bau, zumindest wenn der Investor bei der Stange bleibt, starten.